Was macht ihr zwei denn da? Wir spielen, Papa. Wir erkunden den Dschungel. Dschungel! Nun, geht nicht zu weit weg. Vergesst nicht, was ihr gelernt habt. Solltet ihr euch verlaufen, arbeitet als Team und sucht euch dann Hilfe. Wie zum Beispiel bei der Dame an der Kasse. Jawohl! Moin! Komm mit, Rosi. Der Dschungel kann gefährlich sein. Alles gut, Rosi. Schlange. Puh, keine Schlange, Rosi. Ein Gartenschlauch. Hab keine Angst davor. Kaju, platsch. Komm schon, Rosi. Wir müssen Papa einholen. Verlaufen, Rosi. Wir rennen nur im Kreis. Verlaufen? Oh nein. Denken wir nach, was wir nun machen. Papa hilft. Wir wissen nicht, wo Papa ist. Aber er hat uns was gesagt. Das stimmt. Wir müssen Hilfe finden. So wie die Dame unter der Flagge. Aha. Wir müssen nur dorthin. Dann wird uns geholfen. Wenn wir als Team arbeiten, schaffen wir es. Los, Team! Können Sie uns helfen, Papa zu finden? Caillou? Da seid ihr. Papa! Habt ihr euch verirrt? Haben wir. Wir haben hier nach Hilfe gesucht, wie du gesagt hast. Caillou rettet Rosi. Nein, wir sind ein Team, wie du sagtest. Also, ihr seid ein gutes Team. Ich wette, ihr zwei könnt zusammen alles schaffen. Sogar so einen Dschungel durchqueren. Thank you.
meine Schwester braucht einen Haarschnitt. Die Haare werden zu lang. Nein! Deine Haare sind dir im Weg, Rosi. Erinnerst du dich? Pass auf die... Band. Gilbert? Ich hab deine Haare im Gesicht. Dann komm mal mit. Toll, danke. Das wird spaßig, Rosi, ich versprech's. Und die können dir das entfernen. Rosi, das klebt echt doll. Das klebt wirklich doll. Ich glaube, das müssen wir rausschneiden lassen. Schneiden? Keine Sorge, tut nicht weh. Aha, das alte Tonklumpen im Haarproblem. Das kriegen wir schnell gelöst. Pink! Das magst du? Ja. Oh, dank dir. Deine Haare werden jetzt aber auch schön, meine Kleine. Mama! Oh, Rosi, keine Sorge. Ja, Rosi, Frisuren sind toll. Guck, ich zeig's dir. Mach doch eine Cloud-Frisur wie ich. Oder wie wär's mit Tada! Das steht dir echt gut, Caillou. Oder? Meine Haare sind auch zu lang. Die hier ist so richtig bunt. Schmetterling. Oh, die magst du? Na dann, ich hab da eine tolle Idee. Darf ich? Der Ton ist raus. Oh, das machst du toll, Rosi. Das ist nur etwas Wasser, Rosi. Ich mach dein Haar etwas nass, um es besser zu schneiden. Schau mal. Nur Wasser. Kitzelt. Darf ich auch mal? Stell dir vor, du bist auf dem Boot. Oh? Und nun der krönende Abschluss. Schmetterling! Das sieht super aus, Rosi. Ja, ich sag dir, Frisuren machen Spaß. Ja. So hübsch. Oh.
Es war ein normaler, regnerischer Samstag. Bis auf eine Sache. Verbrechen! Jemand stahl meinen orangenen Ball. Beim letzten Mal war er genau hier. Kommissar Teddy. Wir finden raus, wer es getan hat. Und auch warum. Ebenso wo. Bereit, Teddy? Ups. Vorsicht, Kommissar. Schauen wir uns den Tatort an. Meine Spielzeugtruhe. Kommissar Teddy, ich kenne nur eine Person mit solchen Haaren. Snacks, Rosi. Wo warst du heute Morgen? Wo, Rosi? Mhm. Oh. Oh, oh. Ich helfe dir, Rosi. Ich geb's dir zurück, wenn du mir sagst, wo du warst heute Morgen. Oh, warum? Weil ich fand dies. Ein orangenes Haar in meiner Spielzeugtruhe. Doch keinen orangenen Ball. Möhren. Möhren sind auch orange. Das stimmt, Rosi. Möhren. Rosi. Rosi, was ist los? Möhren. Oh, tut mir leid, Rosi. Tut mir leid, Mama, ich spiel Kommissar. Such meinen orangenen Ball. Caillou, die Person, mit der du spielst, muss auch mitspielen wollen. So macht es dann auch allen Spaß. Tut mir leid, Mama. Tut mir leid, Rosi. Hände weg von diesem Fall, Caillou. Die Erwachsenen kümmern sich drum. Aber Mama... Es ist zu riskant. Der Katzendieb ist zu gut. Teddy, das ist ein Hinweis für uns beide. Ein Katzendieb. Gilbert, hinterher! Ich beende es, Teddy. Für uns beide. Stopp die Katze! Mein Ball! Gilbert, lass es uns doch friedlich klären. Gib mir den Ball zurück und wir vergessen das Ganze. Gib ihn mir zurück, Gilbert. Oh, was hat Mama gesagt? Es macht mehr Spaß, wenn alle mitspielen wollen. Tut mir leid fürs Verfolgen. Wollen wir eine Runde Fangen spielen?
Ich freue mich so, dass wir heute ein Haustier kriegen. Was für ein Haustier wollt ihr denn haben? Ein Pferd? Ein Pferd ist vielleicht etwas zu groß für unser Haus. Eine Ziege? Das ist eine schlechte Idee. Wie wär's mit einem Hasen? Ich denke, ein Hase ist perfekt. Nur welchen? Ich mag den braunen. Oh, wie wär's mit dir? Sieht so aus, als ist es entschieden. Wir nennen ihn Hoppel. Ja, Hoppel. Komm her, Hoppel. Hoppel mag Rosi. Ich will jetzt mit ihm spielen. Zurück, Hoppel! Caillou schreckt Hoppel! Kommt mit mir! Wir bauen einen Stall für Hoppel! Hoppel wird den Stall bestimmt lieben! Caillou, gibst du mir mal den Hammer? Hoppel mag mich, glaube ich, nicht! Hoppel liebt dich, Caillou. Vielleicht musst du nur noch etwas sanfter mit ihm umgehen. Ja, lass ihn zu dir kommen. Fertig. Tada! Papa! Kann ich helfen? Also, jetzt noch einmal. Tada! Ich hole Hoppel. Hoppel, dein Stall ist nun soweit. Renn doch nicht weg. Bist du? Hoppel, komm raus zum Spielen. Caillou, nimm mal etwas Abstand. Hä? Aber ich will mit Hoppel spielen. Ja, aber du bist zu aufgeregt und etwas zu laut.
Du machst dem Kleinen etwas Angst. Ich mache ihm Angst? Stell dir mal vor, du wärst ein Hase. Wie möchtest du, dass sich jemand nähert? Probier langsam und sanft zu sein. Probier's doch mal. Alles gut, Hoppel. Wirklich. Kann du lieb, Hoppel? Hey! Ja, hab's geschafft! Ich mein, ja, hab's geschafft. Okay, Truppe, das hier ist unser erster richtiger Campingausflug. Wir schlafen in Zelten, sind in der Natur und rösten Marshmallows über dem Lagerfeuer. So aufregend, doch bleibt bitte vorsichtig und das Wichtigste ist, hört bitte immer auf Frau Jasmin und mich. Ja, zu Befehl! In der Wildnis müssen wir aufmerksam sein. Wow! Pfadfinder Caillou, warum müssen wir in der Wildnis aufmerksam bleiben? Dann sind wir sicher und haben Spaß? Das stimmt. Puh! Nun, als allererstes schlagen wir die Zelte auf. Kommt mit mir, Pfadis. Was ist los, Caillou? Ich habe irgendwie etwas Angst, hier draußen zu schlafen. Schon okay, Caillou. Camping macht echt Spaß. Wir rösten Marshmallows überm Lagerfeuer. Oh, und wenn's dunkel wird? Das ist es, Clem. Ich habe Angst im Dunkeln. So gruselig. Hier draußen habe ich mein Nachtlicht nicht. Dunkel heißt nicht gruselig. Es ist super. Wenn es Nacht ist, kann man am Himmel jeden einzelnen Stern sehen. Wow. Jeden Stern? Clementine? Was ist denn los? Geht's dir gut? Mama! Oh. Schon okay, Liebling. Ich hab ihn. Ein Marienkäfer, Clem. Alles gut. Danke fürs Retten, Mom. Ich meine, Frau Jasmin. Schon okay, Clementine. Du hattest Angst. Du magst keine Käfer. Angst vor Marienkäfern? Jeder hat vor etwas Angst, Caillou. Alles gut, Clem. Die tun nicht weh.
Die fliegen nur herum und leuchten ganz hell. Nun, sie sind ja wirklich hübsch anzusehen. Hey, die wären doch bestimmt ein gutes Nachtlicht. Denkst du nicht? Gute Nacht, Clementine. Gute Nacht, Caillou. Gute Nacht. Gute Nacht. Also gut. Gute Nacht euch allen. Lasst uns jetzt bitte schlafen. Es war einmal ein kleiner Junge namens Caillou. Mama! Mama! Oh! Was, Caillou? Ist die Kuh verkauft? Ja, ich habe sie eingetauscht gegen Bohnen. Bohnen? Mhm, das sind magische Bohnen. Oh, Caillou. Deine Mama glaubte ihm nicht, aber Caillou wusste, dass die Bohnen magisch waren. Also pflanzte er sie im Garten. Dann war dort eine riesige Bohnenranke, die durch die Wolken reichte. Oh, also kletterte Caillou bis ganz nach oben, um zu sehen, was dort war. Der Bodenranke fand, war ein großer, unheimlicher Riese. Caillou. 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 Was soll dieser Krach? Du solltest Rosi doch beim Einschlafen helfen, Caillou. Papa, ich erzähl was anderes. Sehr gut. Gute Nacht, ihr zwei. Gute Nacht. Okay. Das ist die Geschichte von dem Rosikäppchen. Rosikäppchen brachte einen Korb mit Essen zum Haus ihrer Großmutter. Aber auf dem Weg traf sie auf den großen, bösen Wolf. Böser Wolf, verschwinde! Oh nein, Rosi, tut mir leid. Ich wollte dich nicht erschrecken. Ich erzähl dir was anderes. Löckchen fand ein Haus im Wald. Sie war müde und hungrig, also klopfte sie an die Tür. Die Tür war offen und es war niemand da. Hallo? Rosi Löckchen fand einen Tisch mit leckeren Spaghetti darauf. Die erste Schüssel war zu heiß. Und die zweite Schüssel war zu kalt. Aber die dritte Schale war genau richtig. Rosilöckchen war müde, dass sie einen Schlafplatz suchte. Da waren drei Betten. Das erste war zu groß und zu weich. Das zweite war zu hart. Aber das dritte Bett war genau richtig.
Aber in diesem Moment kamen die drei Bären, die im Haus lebten, nach Hause. Wer hat in unseren Betten geschlafen? Die Bären waren sauer auf Rosilöckchen, da sie in ihrem Bett schlief. Aber dann ließen sie sie schlafen. Ende. Nacht, Rosi. Oh. Hm? Was geschah dann? Was möchtest du machen, Rosi? Wollen wir Achterbahn fahren gehen? Oder schwimmen? Platsch! Oder in die Spielhalle? Ja. Nein, Enten kommen später. Ich glaube, wir sollten... Was war das? Lauf! Schnell, verstecken wir uns hier. Hier sind wir vor Gilbert sicher. Aber jemand muss uns beschützen. Wer könnte das sein? Ah, Teddy? Ich weiß. Teddy, wir müssen zu ihm ins Wohnzimmer gehen. Bereit, Rosi? Bereit! Los! Oh nein! Mama versperrt uns den Weg! Da ist noch was. Alles gut? Ja, Mama. Bestens. Wo kommt das denn her? Hast du gesehen, Rosi? Wir haben den Staubsauger besiegt. Wir sind Gilbert gewachsen. Caillou? Gilbert hat Angst vor einem Staubsauger, aber die habe ich nicht. Caillou! Ist er gerade direkt hinter mir? Das war knapp. Wir sind okay, solange wir ganz ruhig bleiben. Gib
Feuerwehr kommt jetzt. Was sollen wir bloß machen? Rosi? Genau. Wir können zu Teddy hochklettern. Gute Idee, Rosi. Da ist Teddy. Oh, ich glaube, wir... Warte mal. Was würdest du machen, Rosi? Du hattest heute tolle Ideen. Das stimmt. Gilbert mag den Staubsauger gar nicht. Wumm, 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 wumm. Tut mir leid, dass ich nicht zugehört habe. Du hattest die ganze Zeit recht. Wollen wir in meinem Zimmer spielen? Ich verspreche, diesmal zuzuhören. Wir können Enten füttern. Oh, Enten spielen. Quack, quack. Oh. Hey, Caillou. Opa! Womit spielst du denn da? Na, Murmelbahn. Sieht kompliziert aus. Die macht echt Spaß. Was ist da drin? Ein Spielzeug, mit dem ich mal gespielt habe. So wie dein Papa auch. Oh. Eine Eisenbahn? Wow, die ist so cool, Opa. Oh. In deinem Alter habe ich die durchs ganze Haus sausen lassen. Von der Küche ins Wohnzimmer bis in den Garten. Naja, ich hätte sie nicht durchs Haus und in den Garten sausen lassen. Ich will sie durch unser Haus fahren lassen. Nicht alle Züge fahren schnell, Caillou. Manchmal sind sie langsam und man genießt die Aussicht. Wir bauen eine ruhige Strecke in einem schönen und sicheren Kreis. Oh, okay. Oh, und dann geht es hier hoch und dann ein Looping und dann feuern wir Konfetti. Leider kann der Zug kein Looping machen. Doch er kann... Hä? ...um eine Kurve fahren. Nun, viel Spaß. Ich habe Mama versprochen, dass ich aufräume. Okay. Tschüss, Papa. Und hier. Tada! Ja, ein kleiner, normaler Kreis für unseren kleinen, normalen Zug. Und jetzt das Beste. Oh. Nun, ist das nicht toll, Caillou? Ich könnte immer zusehen. Wie sieht es bei euch aus? Oh, Opa schläft gerade. Oh, das Gleis sieht gut aus, Caillou. Ich wünschte, der Zug wäre schneller. Opa hat wohl nichts dagegen, wenn er schneller ist. Wow. Darf ich mal, Papa? Klar. Ich wünschte, das Gleis wäre so lange wie meine Murmelbahn. Opa hat wohl nichts dagegen, wenn es länger wird. Oh.
Ist vielleicht zu lang gebaut. Sollen wir es abbauen? Ja. Können wir es vorher ausprobieren? Aha. Bereit, Papa? Bereit, Caillou. Was ist? Überraschung! Mein Zug! Er wollte wohl doch schnell fahren. Was ist denn hier los? Ich glaube, wir hatten zu viel Spaß.